Aufgabe 2.0. Die nebenstehende Skizze zeigt den Plan einer viereckigen grünen Fläche. Gegeben sind folgende Maße: AB ist 78 Meter, BC 105 Meter, BS 35 Meter, der Winkel BAD 74 Grad, der Winkel DBA 48 Grad und der Winkel CBD ist 63 Grad. Runden Sie im Folgenden auf eine Stelle nach dem Komma. Sehr wichtig, eine Stelle nach dem Komma. 2.1. Zeichnen Sie das Viereck ABCD im Maßstab 1 zu 1000 und zeichnen Sie den Punkt S-Element BD ein. Wir haben einen Maßstab gegeben. 1 zu 1000 bedeutet, 1 Zentimeter in der Zeichnung entspricht 1000 Zentimeter oder 10 Meter in Wirklichkeit. Wenn wir also unsere Strecken, zum Beispiel AB ist gleich 78 Meter haben, entspricht dies in unserer Zeichnung einer Länge von 7,8 Zentimetern, BC dementsprechend 10,5 Zentimeter und BS mit 3,5 Zentimeter. Zuerst tragen wir in der Skizze mal alle Strecken und Winkel ein, die wir gegeben haben. Da wären AB, die Strecke BC, die Strecke BS der Winkel BAD der Winkel DBA und der Winkel CBD. BAD hat eine Größe von 74 Grad, DBA 48 Grad und CBD 63 Grad. Nun können wir ans Zeichnen. Wir fangen mit der Strecke AB an. Die Strecke ist 7,8 Zentimeter in unserer Zeichnung. Wir wissen, der Winkel BAD ist 74 Grad groß. Wir wissen, der Winkel BAD ist 74 Grad groß. Außerdem ist der Winkel DBA 48 Grad groß. Damit erhalten wir hier den Punkt D. Weiter kennen wir den Winkel CBD mit 63 Grad. Und die Strecke BC hat eine Länge von 10,5 Zentimetern.
Verbinden wir noch den Punkt C mit dem Punkt D. Und zum Schluss tragen wir den Punkt S ab mit Länge BS ist 3,5 cm.